Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Es ist mal wieder Montag, ne, für euch und ja, das heißt, es gibt Make-up-Montag. Kommst du rein, kannst du rausgucken, ne? Weißt du Bescheid? In diesem Sinne, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir fangen an. Starten mit Primer. Ich habe ja normalerweise meine Magic 5, aber die habe ich heute Morgen aufgetragen und jetzt haben wir schon mittlerweile etwas später. Deswegen ja, nehmen wir Primer, weil wir den auch aufbrauchen wollen, ne? Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Das ist halt hier so ein grüner, ja, von Essence. Ist okay. Gibt ein bisschen Feuchtigkeit, aber ja. Ihr seht das, ne? Der mildert jetzt nicht sonderlich Rötungen ab oder sonst irgendwas. Aber er hydratisiert ein bisschen und ja, schafft eine Grundlage fürs Make-up. Dann nehmen wir Color Correcting. Das weiß ich gar nicht. Hatte ich euch das? Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich noch das andere. Jetzt habe ich hier das von Love. Perfectitude Under Eye Treatment. Ja, das ist das nächste, was ich platt machen möchte. Das kommt hier mit so einem, ich sag mal, Bügeleisen-Applikator. Und ja, dann gebe ich mir was drauf, dass es angenehm kühlt, muss ich sagen. Aber ansonsten, ja, finde ich das jetzt nicht so besonders der Oberbrüller. Ja, das andere ist leer, ne? Habt ihr gesehen oder werdet ihr noch sehen. Und dafür habe ich ja jetzt hier das. Das ist der Master Strobing Stick in der Farbe 200 Medium. Ja, das ist ein bisschen dunkel, aber wenn man den hier drunter aufträgt, dann geht das. Ist grenzwertig, deswegen trage ich den halt immer unter der Foundation auf. Ja, ob es was bringt, weiß ich nicht. Keine Ahnung fürs Gefühl. So ist der Stick gar nicht schimmen. Aber wenn ich mir den nochmal kaufen würde, dann glaube ich in einer helleren Nuance. In der 100, weil, ja, je nachdem, also wenn das Licht drauf scheint, dann geht das. Aber je nachdem, wenn das Licht nicht drauf scheint, so, dann habe ich solche komischen Flecken im Gesicht. Deswegen trage ich den halt auch immer unter die Foundation. Das wird in diesem Fall diese sein. Ne? Die kennt ihr auch schon. Und ich muss sagen, ich mag die mittlerweile richtig gern. Jetzt, wo ich mir die gemischt habe, da sind drei Komponenten drin. Einmal Catrice, eine flüssige. Und einmal NYX. Ja, die werdet ihr noch in meinem Aufgebraucht sehen. Die Oil Control heißt die, glaube ich. Genau. Und halt der Rest von der Essence Foundation. Hier noch was hin. Was da drin war. Und ihr seht, ja, das entspricht so ziemlich meinem Hautton. Ist sehr schön flüssig, also nicht zu flüssig. So eine schöne Mischung aus cremig und Liquid. So wie ich das mag. So ein bisschen von der Konsistenz her wie die L'Oreal Perfect Match. Und die Farbe passt mir auch gut. Die ist jetzt nicht mehr so graustichig, wie sie vorher war. Und ja, was soll ich sagen? Seitdem mag ich die recht gerne. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht mehr die Originale, ne? Also entspricht ja nicht der Originalen. So. Aber so kann ich sie wenigstens aufbrauchen. Ohne irgendwas, ja, wegschmeißen zu müssen oder jedes Mal das Gefühl zu haben, boah, man ist nicht endlich leer. Ja. So, das wäre die Base. Und jetzt machen wir weiter mit den Augen. Erstmal wie immer, ja. Eyeshadow Base. Da habe ich jetzt mittlerweile auch. Da ist noch ein bisschen ein Ticken von dem flüssigen Concealer drin, den ich die ganze Zeit drin hatte. Und dazu habe ich mir jetzt von Essence den Get Picture Ready dazu gemischt. Weil der ist auch so ein bisschen rosastichig von seinem Farbton her. Und das hebt sich dann gut miteinander auf. Ne? Ihr wisst das, habe ich da schon ein paar Mal gesagt, dass ich das ganz gerne mag. Wenn sich die Dinge aufheben, ne? Farben. Je nachdem, wenn irgendwas zu rosastichig ist oder zu gelbstichig, dass ich das dann gerne mische. Genauso wie Konsistenzen, dass sich das immer so gegeneinander so ein bisschen aufhebt und ja, eins tut etwas fürs andere, ne, sozusagen. Und so kann man vielleicht aus zwei Produkten, die man entweder wegen der Konsistenz oder wegen der Farbe eben nicht so sehr mag, kann man trotzdem ein Produkt machen, quasi, was man dann mag, ja, und was man aufbrauchen kann. Und das ist so der Gedanke dabei. Ja.
So, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe mir einen einigermaßen neutralen Pullover angezogen, weil es soll ja heute um diese Palette gehen, ne? Und ja, die hat natürlich hier so einen schönen Signalrotton drin. Und ich habe mal versucht, meine Nägel so rum, den Ganzen da anzupassen. Ja, mal gucken, ob mir das gelungen ist und wie es mir gelingt, mit der Palette was zu schminken. Dazu hole ich euch jetzt erstmal ja, näher ran. Und dann würde ich sagen, pinseln wir los. Ich beginne mal mit einer Base und da würde ich sagen, eignet sich Darling ganz gut. Das ist ein ja, matter Cremeton, würde ich sagen, der sehr krümmelt. Dann nehme ich mir einen Blendepinsel und dann gehe ich ganz vorsichtig in Warm Hearted rein. Ganz vorsichtig deshalb, weil das ist, glaube ich, ein, ja, ihr seht das schon, ne? Ein sehr farbintensiver Ton, ja, aber ein sehr schöner Ton. So ein Orangebraun, wie ich es so sehr gerne mag. Und damit, ja, zeichne ich mir quasi schon mal die Lidfalte vor. Und ich muss sagen, die Farben krümmeln ein bisschen natürlich. Aber wenn ich hier beim Abklopfen merke ich, dass ich nicht so viel, ja, wie sagt man, Fallout, Feedback. Ihr wisst, was ich meine habe. Und die lassen sich auch gut verteilen. Also dafür, dass das wirklich ein Ton ist, ne, der ja schon intensiver ist, ne, von seiner Farbe her, lässt sich wirklich gut damit arbeiten. Gefällt mir. Könnte man jetzt noch einen hellen Ton draufsetzen, ne? Und dann hätte man ein Alltags-Make-up quasi. Also da lädt die Palette ja auch zu ein. Aber die Palette lädt auch dazu ein zum Spielen, ne? Und das machen wir jetzt mal. Und zwar fangen wir mal an mit einem anderen Pinsel, hier mit meinem Lieblingspinsel für die Crease. Und dann gehe ich mal in dieses Legendary rein. Das ist so ein richtig schöner Backstein, Blut, roter Ton. Ist auch matt. Ihr seht es, ne, wie die Farbe meiner Nägel sagt. Es wird natürlich heute rot. Wir fangen hier an. Und den gebe ich mir jetzt mal hier hin. Um das Ganze ja, so ein bisschen noch feuriger zu machen. Ihr seht das, ne? Dieser Pinsel eignet sich meiner Meinung nach optimal dafür. Ich habe den ja, eine ganze Zeit lang schon mal geliebt. Vor einem Jahr ungefähr, hab dann irgendwann, wie das halt immer so ist, ne, dann kriegt man andere Sachen unter die Fittiche und dann denkt man sich, die sind auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, gerade wenn ihr was Farbintensives haben wollt, ihr wollt dieses Tupfende haben, ne, und diesen, ja, viel Farbeffekt, sage ich mal, dann ist dieser Pinsel optimopti dafür. So, ich nehme jetzt nochmal einen Blendepinsel und versuche das auszusoften und das geht wunderbar. Also da kann ich nicht meckern. Farben lassen sich sehr gut verblenden. Also für den Preis, normal sagt man ja bei Catrice Paletten immer so, ja, das ist immer so ein Überraschungsei, ne? Man weiß immer nie so genau, was man kriegt. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Ja, aber ich glaube, hier mit der haben wir einen guten Fang gemacht. Ich gehe jetzt mal in Iconic rein. Das ist der Ton, den ich euch beim letzten Mal geswatcht hatte, der so megamäßig geil einfach rüberkam. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in die vollen und den gebe ich mir mit dem Finger auf. Solche Töne gehen eigentlich am besten mit dem Finger. Ihr seht es, wie der schon leuchtet. Ja, Baby, das gefällt mir. Seht ihr das? So mag ich das. Und sowas mag ich ja sehr gerne. Ich nehme jetzt nochmal diesen Pinsel und gehe nochmal in den Ton rein. Ja, da sehe ich schon, mein Finger war die richtige Entscheidung. Es kommt zwar was, ein bisschen was auf den Pinsel, aber das ist nicht allzu viel. Reicht aber, um mir wirklich hier die Kante auszuarbeiten, ne? Damit man. Ich gebe mir den hellen Lidschatten ja wirklich möglichst weit nach oben. Eben aufgrund meiner Schlupflider, ne? Damit ich da ein bisschen mehr. Wie sagt man, eine Reflexion oben habe. So, ich gehe jetzt aber auch nochmal in Loving rein. Das ist dieser, ja,
Rotton, aber auch ein schimmernder Rotton. Nehme ich jetzt auch mal mit dem Pinsel und den trage ich mir jetzt wirklich nur hier in tupfenden Bewegungen auf. Tupf, 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 tupf. So. Um dem Ganzen, um das Ganze etwas abzudunkeln. So. Ja, lässt sich nicht ganz so gut mit dem Pinsel auftragen, deswegen versuchen wir auch das mal mit dem Finger. Ja, also, gefällt mir. Ist mal wieder ein bisschen rot, ne? Habt ihr ja schon lange nicht mehr von mir gesehen. So, dann kümmern wir uns noch um den unteren Wimpernkranz. Und da würde ich tatsächlich sagen, Legendary ist mir da zu krass, der ist mir zu rot. Ich gehe da tatsächlich nochmal in Warm-Hearted rein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch gut miteinander verbindet. Weil Warm-Hearted ja auch so ein warmer Braunton ist. Ist übrigens ein sehr schöner Ton. Ich schmeiße erstmal den Pinsel weg. Da ist er. Verblenden wir das Ganze noch nach oben hin. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel, den ich zu Anfang hatte, und gehe nochmal in Darling rein. Um das Ganze hier so ein bisschen noch zu highlighten. So, somit wäre das Augen-Make-up soweit fertig. Ne? Da kommt später nochmal so in den Innenwinkel. Aber das machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Kajal und Tightlining und meine beiden Mascaren, die ich ja immer noch in Benutzung habe. So, das wäre Tightlining und Kajal. Und jetzt kommt die Mascara. Da habe ich einen Trick, den habe ich bei der lieben Claudia gesehen im Video. Und zwar hatte sie den in ihrem Mascaren-Aussortiert-Video gezeigt. Was eigentlich gar nicht mal so dumm ist. Ich habe ja immer das Problem, dass mir die Mascara immer hier überall hinkommt, ne? Und sie hat gesagt, man sollte sich einen Spiegel nehmen, also entweder seinen Make-up-Spiegel. Ich nehme jetzt mal hier diesen, ne? Der bietet sich an, der kleine Spiegel von der Palette. Und soll die Wimpern von unten so tuschen. Dann läuft man nicht Gefahr, dass man quasi das ganze Augen-Make-up versaut. Und das versuchen wir jetzt mal. Immer noch mit dieser L'Oreal-Mascara. So, und jetzt muss ich mal gucken. Sie hatte den Spiegel irgendwie runtergehalten. Und dann kann man die Wimpern, hat sie gesagt, auch richtig schön greifen. Wow, okay. Hat man ordentliche Wimpern? Das ist jetzt mit einem Mal drüber gegangen. Ja, okay. Gut, werden wir weiter probieren. Auf zu Auge Nummer 2. Ja, es ist ungewohnt. Und ihr merkt, ich muss mich dabei auch echt konzentrieren. Weiß noch nicht so genau. Wie rum ich die Bürste halten soll. Ich würde sagen, das kann sich sehen lassen, ne? Also werde ich definitiv mal öfters machen. Ich gebe mal noch eine Schicht drüber. Ja, wie sagt sie immer so schön, ich würde sagen, Wawawum Wimpern, ne? Also, Dankeschön, Liebes, für den Tipp. Und ihr seht, ich habe nicht gepatzt. Yeah! Wahnsinn in Tüten, ich sag's euch. Ja. Werde ich auf jeden Fall öfters mal machen. Ich bin ja auch noch jemand, ne, der auch immer noch was dazulernen kann, auf jeden Fall. Lass mich da auch gerne immer noch belehren. Und wenn es um schöne, voluminöse Wimpern geht, kommt hier der zweite Teil. Ja, da patze ich natürlich, aber da gibt es auch, glaube ich, nichts anderes. Bin ich da immer ganz vorne mit dabei. Wahnsinn. Also wirklich, das ging jetzt auch. Man braucht ein bisschen Übung, klar, aber ansonsten ging das jetzt relativ fix. Und ja, ich würde fast sagen, an meinem Augen-Make-up muss ich auch nicht mehr so viel tun. V ist schön rausgearbeitet und ihr seht, ne, das sage ich immer wieder, glaubt mir, ich habe auch
angefangen, dass ich mich geschminkt habe und gedacht habe, oh Gott, du siehst aus wie ein Clown, so kannst du niemals unter die Leute gehen. Ich meine, das ist schon lange, lange her, wirklich. Lange Zeit vor YouTube. Aber ich habe es auch gelernt, ja, auch später gelernt tatsächlich, nicht als junges Mädel. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ne? Weil so viele schreiben mir immer und sagen, Vanessa, ich traue mich nicht so an Farben ran und ich habe Angst, das sieht nicht gut aus wie ein Unfall. Und ja, das kann natürlich auch passieren. Es kann sein, dass es aussieht wie ein Unfall. Das ist aber auch normal. Ja, ich meine, gut, im schlimmsten Fall schminkst du es halt wieder ab. Ne? Aber im besten Fall ja, bekommt man dann so ein Ergebnis. Und das finde ich, also ich bin zufrieden, würde ich mal sagen. Wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und dann, ja, versuche ich euch mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Ne? Gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe leider, ja, nicht, erstens nicht so viel zu berichten und zweitens auch ja, nicht so gute Nachrichten. Ne? Also für mich waren es keine. Ich bin leider, ja, ist das eingetreten, was ich befürchtet hatte, ne? Dass ich einsatzlos bin. Nicht arbeitslos, das möchte ich nicht betonen, sondern einsatzlos. Ich hatte es euch schon bei Instagram, glaube ich, erzählt. Ja, das ist doof natürlich. Gerade, ja, es ist ein schlechter Start. Ne? Machen wir uns nichts vor. Hätte beschissener, glaube ich, nicht laufen können. Aber, ja, es ist nicht zu ändern. Ne? So ist das. Ich hoffe einfach, ja, dass sich das bessert. Wir suchen aktiv oder meine Firma sucht aktiv für mich, auch in anderen Bereichen jetzt mittlerweile. Mal schauen. Drückt mir die Daumen, dass ich dann bald auch wieder was zu tun habe, weil ja, zu Hause zu sein ist ganz schön, aber ich merke auch jetzt wieder, nach fast 2 Wochen, das ist im Urlaub ganz toll, aber wenn man halt so ein, ja, keine Perspektive hat, ne, dann macht mich das auch irgendwie unzufrieden, ne? Ganz einfach. Und ich bin dann auch froh, wenn ich wieder, ja, wenn ich eine Aufgabe habe, ne? Und wenn ich eine Struktur habe. Also, ja. Wenn ich halt merke, ne, wenn ich morgens aufstehe und mich frage, welchen Tag haben wir denn heute eigentlich, weil ich total von der Rolle bin, ja, nicht weiß, wo die Glocken hängen, auf Deutsch gesagt, dann weiß ich, okay, Vanessa, es wird Zeit, dass du wieder etwas tust, ja, dass du Struktur in deinen Alltag bringst. Und ja, deswegen drückt mir die Daumen, dass ich da, ja, Glück habe. So, ich fahre euch mal wieder näher raus und dann widmen wir uns, ja, dem Rest, ne, des Gesichtes, Concealer. Ja, aber ich nutze die Zeit immerhin, was heißt sinnvoll, aber ich versuche es, ne, sie zu nutzen für euch, beziehungsweise da für die Videos. Ne. Ich hatte euch ja gesagt, ich möchte euch die Curly-Reihe ausbauen, also den Erklärbär, ne, das Video, was ich euch am Sonntag außer Plan hochgeladen hatte, wo ich euch mal die ganzen, ja, so einige Begriffe erklärt habe, ne, 10 Stück an der Zahl. Und ja, ich habe das nächste Thema schon ausgearbeitet und Leute, was soll ich euch sagen? Ich mache jetzt seit 3,5 Jahren ungefähr YouTube und das ist das erste Mal, dass ich mich gestern Abend hier hingesetzt habe und habe ein Skript geschrieben, ja, zu einem Video. Ich weiß, dass Profis das nur machen, ja, wenn sie ein Video machen, wenn sie Content erstellen. Ich bin ja immer eher so von der Fraktion, ich quatsch einfach drauf los und guck mal, was dabei rauskommt. Hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert. Allerdings kommen wir jetzt in einen Bereich mit diesen Themen, wo ich euch auch wirklich, ja, Quality-Content bieten möchte. Und dazu gehört halt auch, dass ich, ja, nicht vom Höchstgen auf Stöckchen komme, ne, dass ich mich hier hinsetze. Das war ganz schön. Und für so ein Video, ne, in gemütlicher Runde mit ein Tässchen Kaffee oder hier, ne, ich habe hier meine Sportflasche. Mal einen Schluck trinken. Da ist das ganz schick, ne? Und ganz gemütlich, aber wenn ich euch wirklich etwas beibringen möchte, kann man das so sagen, dann möchte ich das auch hundertprozentig tun. Das ist einfach mein Anspruch an mich selber und deswegen habe ich mir gedacht, komm, gut, springe über deinen Schatten. Du machst es zwar eigentlich nicht und du willst es auch nicht, aber schreib ein Skript. Es wird um das Thema Proteine versus Feuchtigkeit gehen, weil das ist eine Frage, die mit am meistgestellteste Frage eigentlich ever im Curly-Bereich und auch eine Frage, die mich lange Zeit beschäftigt hat oder noch immer beschäftigt teilweise, weil ich immer noch merke, da hakt es immer noch an der einen oder anderen Stelle. Deswegen denke ich, man könnte das vielen helfen und deswegen war auch der Anspruch wirklich so groß, das Ding gut zu machen. Ja, und ja, ich werde das am Samstag drehen. Wie gesagt, ich habe mein Skript. Es sind 4 DIN A4 Seiten.
Die stumme Nuss, muss ich dazu sagen. Ich mache mal weiter mit Puder, ne, bevor ich mich hier wieder verquatsche. Ich habe das Extreme Blur, ne, aus meinem Projekt. Ich dumme Nuss habe mich erstmal hier hingesetzt, habe alles natürlich von Hand rausgeschrieben. Und dann habe ich, ich bin halt so bekloppt. Das habe ich früher in der Schule schon gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, habe dann gemerkt, das passt nicht. Ja, Heftführung war immer bei mir sehr gut, ja, muss ich sagen. Da war ich echt eine Streberin. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das passt mir nicht so. Auch Referat oder sowas. Und dann habe ich das nochmal abgeschrieben. Ja, das war mir egal, auch wenn ich dann noch 2 Stunden länger daran saß. Und so ist es halt tatsächlich heute auch noch. Das war auch eine Ausbildung so, tatsächlich. Und ja, wie gesagt, das sind 4 Seiten. Auf PC geschrieben, weil ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin. Warum schreibst du das in den ganzen Scheiß eigentlich von Hand? Warum tippst du das nicht auf den PC und druckst es aus? Liegt ja nah in einer technikorientierten Welt. Ja, manchmal bin ich dann da doch mal nicht so ganz angekommen. Mein Freund hat auf jeden Fall wieder nur gelacht. Ja, Dankeschön an dieser Stelle, dass du mich nicht vorher darauf aufmerksam gemacht hast. Ja, aber so ist er. Auf jeden Fall habe ich dann alles auf dem PC abgetippt. Für euch und ja, es sind 4 Seiten geworden, wie gesagt. Ja, die möchte ich versuchen, euch in einem, ja, ich würde fast sagen, also länger wie eine halbe Stunde dürfte das Video schon nicht gehen, weil sonst wird es zu lang. Das heißt also für mich, ich habe die Herausforderung, euch einen Content, der auf einen geschriebenen Seiten, stichpunktartig, 4 Seiten lang ist, in einer halben Stunde zu verpacken. Möglichst ohne, ja, dass ich hier so stehe wie so ein Bundeskanzler, ne, und euch den Kram vorlese, weil das hat dann ja auch nichts mehr mit mir zu tun, sondern irgendwie, ja, doch locker vom Hocker, ne, aber irgendwie schon so Qualität, ne, liefert. Ja, ist eine neue Stufe auf jeden Fall, Next Level, für mich hier auf dem Kanal. Das ist ein unerforschtes Territorium, wenn man so will, für mich. Dieses Vorbereiten und so. Ja, wir werden sehen, wie es wird. Ihr dürft gespannt sein. Wenn alles gut geht, wie gesagt, werde ich das am Samstag drehen. Heute haben wir Donnerstag. Ja, ich bleibe meiner Linie treu. Dadurch, dass ich zu Hause bin, habe ich gedacht, gut, komm, setz dich hier hin. Ne? Ist Donnerstag, machst du dein Make-up Montag. Jetzt nochmal als letzten Schliff, wo ich jetzt das Puder drauf habe. Einen Blendepinsel und ja, die Kante ist doch schon scharf, ne? Schon scharf, ja. Besser hätte ich es, glaube ich, mit dem Teser fast auch nicht machen können, ne? Da ist es natürlich noch ein dicken schärfer, aber auch das mag ich nicht, ne? Das bin auch nicht ich. Also, wie gesagt, ich mache immer was und gucke dann, was dabei rauskommt. Das ist halt so mein Naturell, sage ich mal. Und bis jetzt, ja, es war nicht immer gut, ne? Manches war auch echt kacke, was dabei rauskam in meinem Leben, aber ich habe es trotzdem immer wieder geschafft, irgendwas Gutes noch daraus zu machen. Ja? Gut, wir widmen uns dem Bronzer. Ja, da habe ich den Catch the Glow. Ne? Ich denke mal, der passt da auch ganz gut dazu, dieses warme Tönchen. Ja, ansonsten war eigentlich so nichts bei mir los. Ihr seht, ne? Ich habe einen mega Ansatz. Das ist so das, was übergeblieben ist von dem Hellen. Ja, das sieht nicht so gut aus im Moment, aber gut, das ist halt einfach so. Und ja, ich will nicht sagen, dass ich nicht auch mit dem Gedanken gespielt habe, komm, holst du dir nochmal eine Farbe, aber dann habe ich wirklich, ja, war wie Engelchen und Teufelchen, ne, die dann gesagt haben, tu es nicht, du hast dich so geärgert, dass deine Haare so kaputt waren, lass es sein. Und ja, bis jetzt, auch wenn die Drogerienregale mich anschreien, wenn ich dann schon mal da bin, aber nein. Ich bleibe standhaft und ja, ertrage meinen dunklen Ansatz und warte dann, bis die Friseure wieder öffnen, bis alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Ich hoffe, dass das bald mal der Fall sein wird. Realistisch betrachtet würde ich sagen, vor Ende April wird das nichts. Ja, gut, dann ist das so. Ne? Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch einen besseren belehrt. Auf jeden Fall, ja, möchte ich so lange warten und dann rufe ich den Friseur meines Vertrauens an. Die Friseurin meines Vertrauens und dann lasse ich mir wieder neue Highlights reinziehen, beziehungsweise Painting. Ne? So, ich habe jetzt hier einen Blush und zwar ist das ein Gemisch aus diesen beiden Blushes von der Palette. Ne? Ja, den habe ich mir jetzt hier reingemacht in meine Dose, die einzige Verpackung von Catrice, die irgendwie noch ganz ist. Und ja, gemischt ist der Blush ganz schön. Gefällt mir, mit einem großflächigen Pinsel aufgetragen. Kann man machen. Ne? Ja, darüber kann ich den auch brauchen, ne, bis, ja, bis er leer ist, logischerweise. Ja, manchmal ist es schwer. Dasselbe habe ich mit dem Highlighter gemacht. Ihr seht, das ist der kümmerliche Rest davon. Und den klatschen wir uns jetzt auch mal ins Gesicht.
Habe ich ja gesagt, ich möchte die Sachen aufbrauchen auf jeden Fall. Ne? Das ist auch immer so ein Anspruch an mich selber, den ich da habe, einfach. Und dann wird es auch gemacht. So. Ich muss sagen, der Highlighter, obwohl ich den jetzt schon zum zweiten Mal gepresst habe, ist der echt noch gut. Ne? Also kann sich sehen lassen. Ich nehme jetzt nochmal hier so einen Pencil Brush und überlege gerade, ich glaube fast, dieser Highlighter passt dazu nicht. Ich gehe jetzt nochmal in die Palette. Ich denke mal, ich werde den hier nehmen. Der ist richtig schön, schimmernd auch. Das ist die Farbe Cheerful. Dann gehe ich mal hier mit dem Pinsel rein. Ist ein bisschen andere Konsistenz vom Schimmer her wie der Iconic. Aber ich glaube, das könnte gut werden. Ja, man sieht nicht viel Unterschied, ne? Aber ich finde, der Highlighter, den ich jetzt im Gesicht habe, wäre, glaube ich, zu dunkel gewesen und auch zu gold. Auch hier müssen wir so ein bisschen aussoften, ne? Deswegen nehme ich mir immer hier noch den Pinsel und gehe dann nochmal hier rein, damit das nicht ganz so knallt. Jetzt nehmen wir noch Fixing Spray, meine Fixe Trixie. So. Und mein Ei, wo ist es? Sagen, auch noch zweimal pressen kann der noch was, der Highlighter, ne? Der ist echt schön. So, jetzt habe ich mir lange Zeit die Frage gestellt, welchen Lippenstift nehme ich dazu? Und die Wahl ist auf diesen hier gefallen. Das ist so ein braunstichiges Rot oder ein rotstichiges Braun, würde ich eher sagen, weil es ist mehr, definitiv mehr braun als rot. Und zwar ist das der Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe This is Attitude in der 030. Den habe ich schon ein bisschen länger. Das ist ja diese neue Reihe oder LE. Keine Ahnung, ich nehme mal an, das soll eine neue Reihe ankündigen, würde ich jetzt mal behaupten. Und es ist jetzt gerade aber eine LE, so wie das halt immer bei Cosnova ist. Ja, das ging jetzt relativ zügig. Wir warten jetzt mal ab, bis der getrocknet ist. Dann machen wir auch gleich den Kusstest. In der Zeit fahre ich euch schon mal ein bisschen wieder raus, ganz kleines Stückchen. Und dann ja, machen wir schon mal die Review. In der Zeit, wo ich dann quatsche, dürfte der Lippenstift getrocknet sein, würde ich mal sagen. Dann kann man das ausprobieren. Ich habe ja hier meine Flasche, ne? Da können wir das mal testen, ob der Ding ja auch gussecht ist oder beziehungsweise trinkecht. Wir fangen mal an mit der Palette. Ja, ich finde die sehr, sehr schön. Die ist klein, die ist süß. Das Design ist sowieso für einen Sammler, glaube ich, ein absolutes Must-Have, ne? Für einen Disney-Sammler. Was mich ein bisschen stört, ne, das ist so mein innerer Monk, ist, dass die Palette jetzt natürlich so aussieht, nachdem sie benutzt worden ist. Also man sieht, dass sie benutzt worden ist. Schon alleine, weil das halt so ein hellrosa, so eine hellrosa Pappe ist, ne, und die Farben halt sehr intensiv sind, wie ihr seht, schmiert das natürlich. Ne. Gut, ich werde die gleich wieder putzen, das weiß ich sowieso. Aber ansonsten, von der Qualität her, muss ich sagen, ist das wieder nach langem eine Catrice-Palette, wo ich sage, Bene. Kann nicht jede. Wie gesagt, ich hatte das am Anfang schon mal angesprochen, dass es bei Catrice immer so ein Überraschungsei ist, ne? Dass man nie weiß, was man kriegt. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Und ich kann sagen, bei der ist es definitiv was Gutes. Also ich finde, die Farben sind satt. Die Farben haben sich gut verblenden lassen. Die haben eine schöne Strahlkraft. So. Und ihr seht das, ne? Hier bei den Verläufen sieht man das immer ganz gut. Das habe ich bei der Nabla-Palette auch schon angesprochen. Die verlaufen auch schön ineinander. Ne? Das hat man nicht bei jeder Palette, wie ihr schon des Öfteren gesehen habt, wenn ihr meinen Make-up-Montag schon länger verfolgt. Und dementsprechend kann ich sagen, ja, das ist definitiv, würde ich sagen, eine Kaufempfehlung. Ja? Wenn man mal was anderes haben möchte, ich meine, man kann hier auch Alltag mitschminken, auf jeden Fall. Ja? Man hätte auch nur hier Warm Hearted nehmen können und Iconic oder meinetwegen Cheerful oder Hearty. Man hat hier eine ziemlich große Auswahl, obwohl auf den ersten Blick so, ja, denkt man sich so, das ist eine normale Palette, ne? Mit einem bestimmten Farbschema. Aber durch die verschiedenen Rot- oder Braun-Nuancen, die ihr hier drin habt, ihr könntet zum Beispiel auch hier in die kühlere Richtung gehen, ne, indem ihr das Viereck nehmt. Dann habt ihr, glaube ich, eine etwas kühlere Richtung als das, ne, nicht so feurig, sondern ein bisschen mehr Alltag. Kann man damit, glaube ich, schon ganz viele verschiedene Looks schminken. Und wie gesagt, Qualität der von mir getesteten Farben jetzt ist 1A. Da kann ich nicht meckern, auch auf dem Pinsel nicht, auf dem Auge. Ihr seht das Ergebnis. Von daher würde ich sagen, ja, sehr gut, ne, mein Urteil. Test oder Stiftung Warentest. Ne? Sehr gut. Ja. Stiftung Vanessa Test. Auf jeden Fall, wie gesagt,
Kaufempfehlung ist immer so eine Sache, ne? Aber wenn ihr wirklich erstmal ein Liebhaber seid und ihr wollt auch eine gute Qualität haben, euch ist das wichtig, kann ich sagen, dass die eine gute Qualität habt. Und wie gesagt, das Design, ne, ist halt, es ist ein Träumchen, ja. Es ist echt ein Träumchen. Da kann man nichts sagen. Und für Disney-Fan, glaube ich, auch ein absolutes Must-Have. Ne? Die haben hier wirklich sehr schöne Details eingearbeitet. Auch hier diese Schleife, ne, die ihr hier im Spiegel habt, ist auch so ein schönes Detail. Oder dass das Disney hier Gold ist. Ne? Dass das hier auch so ein bisschen, ja, nicht erhaben gerade ist, aber man spürt schon so, hier, wenn man hier über die Nase geht, ne, von der Mini, hat man so Erhebungen. Das sind alles so kleine Details, wo ich sage, für eine 8-Euro-Palette oder 9-Euro-Palette hat sie gekostet, finde ich, ist das, ja, eine schöne Sache, auf jeden Fall. So. Ja, ich würde sagen, der Lippi ist jetzt getrocknet. Ich nehme mir jetzt mal meine Flasche und dann testen wir das mal. Ja. 1A, würde ich sagen. Ne? Also ich habe es jetzt extra nicht geschnitten, damit ihr seht, das ist jetzt noch so alter Lippenstift, aber hier, ne, habe ich jetzt gerade dran genuckelt. Und ihr seht das, der ist noch wunderbar da. Ich habe ja davon noch eine Farbe, ne, die habe ich euch in meinem Geburtstagspäckchen gezeigt von Katrin, dieser Rotton. Werde ich definitiv auch ausprobieren, aber in Verbindung mit einem anderen Make-up, das war mir jetzt einfach zu viel. Aber dieser Ton, wenn ihr auf solche Brauntöne steht, ne, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schön, das passt auch gut zusammen. Ihr seht, es passt mal wieder alles zusammen. Vanessa ist happy, ne? Was soll ich sagen? Und ja, ich würde sagen, jetzt widmen wir uns der zweiten, ne? Oder ich stelle euch die zweite vor. Natürlich wird die auch getestet. Daisy, ja. Daisy's Signature heißt die. Die hat natürlich ein ganz anderes Farbschema. Ne? Ihr seht das, die ist lila. Aber wenn die Töne nur ansatzweise so gut sind wie die von der roten Palette. Ich weiß von Claudi im Video, dass die nicht so gut abgeschnitten haben. Ne? Aber vielleicht, ja, werde ich auch eines Besseren belehrt. Wir gucken mal. Ich swatche euch auf jeden Fall schon mal ein paar. Das können wir schon mal machen. Und zwar swatche ich euch mal Sassy. Ja, der wirkt schon mal auf den ersten Blick vielversprechend. Dann Jolly. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, Aubergine-Ton. Ja, das ist auch schon mal gut. Und Diva. Diva muss auch sein. Ja. Kann sich sehen lassen. So, jetzt haben wir noch einen vierten. Wen nehmen wir denn mal? Dazzling. Ja, das ist auch nochmal so ein Schimmerton, der in der Mitte ist. Sieht so aus. Ja, ich glaube, ich weiß anders, was sie meint. Dieser Ton hier, das ist der matte. Da war der rote, den ich getestet habe, auf jeden Fall besser. Ne? Ich gehe nochmal rein, das ist Jolly. Ich gebe dem nochmal einen zweiten Anstrich, gucken, ob der dann besser ist. Wird, ne? Aber der ist nicht andersweise so gut wie der rote hier in der Palette jetzt. Der Ton, ja, ist auch noch schön. Der ist wieder schwach. Der ist auch relativ schwach. Also dafür, dass der hier im Fännchen so knallt. Ich gehe auch da nochmal rein. Was soll denn der Geiz? Ja, dann wird er besser. Ne? Also ich glaube auch, dass das wirklich eine Palette ist, die man aufbauen muss, so wie sie gesagt hat, wo man wirklich mehr Liebe reinstecken muss, wie jetzt in diese rötliche. Aber wir werden das testen nächste Woche, definitiv. Und dann schauen wir mal, was die Daisy-Palette kann. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, wie immer, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ne? Abonniert gerne diesen Kanal. Ich habe immer, wenn ich diesen Satz sage, dann habe ich immer einen Knüppel in der Zunge, weil das einfach, das ist einfach was, was mir widerstrebt, weil ich mir einfach denke, ey Leute, wenn ihr den Content geil findet, den ich euch hier liefere, ja, und ihr mögt mich und ihr mögt meine Art und ihr kommt damit klar, dann werdet ihr automatisch auf diese Glocke drücken, keine Ahnung, beziehungsweise auf diesen Abonnierknopf da oder wie immer das heißt. Das ist immer so das Wort Eigenwerbung, ne? Das ist immer so, ja. Klappt noch nicht ganz so gut. Also da bin ich noch kein Profi drin. Aber davon abgesehen weiß ich auch gar nicht, ob ich da einer werden will. Man wird es sehen. In diesem Sinne, haltet die Öhrchen steif. Ne? Bleibt, wie ihr seid und bleibt vor allen Dingen gesund in dieser Zeit. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Tschüss.